am besten, das ist das Beste, was du machen kannst. Trage deine Unzufriedenheit woanders. Kamera läuft mit! Das ist mir scheiße, ja! Das ist meine Hilfe! Das ist meine Sicherheit! Das ist meine Sicherheit! Das ist scheiße! Meine Sicherheit! Wo bin ich? Sicherheit! Ja! Du weißt, wer ich bin! Du weißt, wo ich bin! Du weißt, wer ich bin! Du weißt, wer ich bin! Du bist eine hässliche! Du bist widerlich! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Schnauze, benimm dich einfach. Sei ruhig jetzt endlich! Sei ruhig! Ich hab dich verpisst, du Mann, das hab ich! Am besten verpisst du dich einmal, okay? Und mach, dass du nach Hause kommst. Ich mach mich aus, was du mir sagst! Das ist mir scheiße, ja, du siehst so grauenvoll aus. Ich frag mich, wer du wieder. Weil du das mit mir machst! Ja, ich mach es mit dir! Ja, du machst es! Ja! Du machst mit dir! Das ist Psychologie, verstehst du? Eine Psychologie möchte ich mal haben, du. Alle sind dran schuld, wir dir gehen. Alle anderen sind dran schuld, nur nicht du. Das ist deine Reflexion, das ist deine beste Reflexion. Weil du so intelligent bist und weil du ja deine Gefühle nicht kontrollieren kannst, weil du ja total frei reden musst. Genau. Und alle anderen sind dran schuld, weil ich dir Scheiße bin. Und weil du dich benutzt, wie auch alle Herzen. Aus dem Raum, weil du unzufrieden bist. Schütte dein Herz aus. Los! Ich frage mich immer, warum du was Schönes zerstören willst. Ständig bist du dabei, etwas Schönes zu zerstören. Weil du damit anfängst. Ja, genau. Eine tolle Reflexion. Ist ja wieder so intelligent. Alle sind dran schuld. Alle sind dran schuld. Nur du nicht. Das ist dein Leben. Ich räume jetzt die Bude aus, weil ich da raus wegschneiden. Kann ich noch sehen? Dann war das etwas kräftiger. Der Vergleich zu heute. Ich habe 1 Kilo abgenommen. Ja, und wenn wir an paranoider Schizophrenie erkrankt sind, besprecht mit euren Ärzten. Oder mit euren Hausarzt. Fertig war ich selbst zu krank. Wie ihr am besten gesund schaffen. Ich habe es auf Englisch schon die meisterlich selbst fertig machen. Aber wie gesagt, das hier ist kein erster Ratgeber. Nur eine andere Emotionsebene, sonst bist du da genauso gekürzt. Ich auch nicht. Ich bin King Carol! Nee, akzeptiere das endlich! Ja, was ist denn, wenn du keine Frau bist? Ich bin ein Mädchen! Wie auch denn noch? Ich bin ein Mädchen! Ja, du bist ein Mädchen! Das hilft mir. Ich bin auch eine Prinzessin! Ich bin Mädchen, keine Prinzessin! Prinzessin, die aus Versehen Frosch geworden ist. Ich bin für dich nicht fickbar. Und das musst du endlich anerkennen. Akzeptiere es! Akzeptiere es! Akzeptiere es! Warum unattraktiv finde, so wie du bist. Du willst mich nur aufs Knie legen! Ja, weil du nervst. Mann, meinst du, das hat was mit Sex zu tun bei dir oder was? Ja, bei dir aber! Du hast den Mann oder den Mann gemacht, als erstes von dir! Völlig egal, wo bist du denn? Ich finde dich nicht erotisch und ich will nicht mit dir nicht Sex haben. Ich will's einfach nicht. Nicht aus dem Grund, weil du es nicht willst, sondern ich will dich nicht ficken. Vielleicht kommt jetzt mal endlich in dein Gehirn rein, dass ich dich nicht ficken will. Mann! Meinst du, du bist so sexy, dass ich dich immer... Ich bin kein Mann! Ja, der ist mir scheiße, ja, jetzt aber rechne ich immer alle Worte und alle Sätze nur, weil dir passt. Sei du nicht so unbewusst und pass auf, was aus deiner Schnauze fliegt! Du bist unbewusst! Ach ja, jetzt kommt der. Du bist unbewusst! Nee, du bist einfach eine Nervensäge. Komm nach Hause und du nervst einmal nur. Weil du wieder willst, du willst immer etwas Schönes zerstören. Du willst, nur weil du Angst hast, dass ich dich ficke. Nur weil du Angst hast, dass ich dich ficke. Ja. Aber ich dich nicht ficke. Ich will dich nicht ficken. Ich will nicht mit jedem ficken.
nicht mit dir, weil mir jetzt schon alleine ein bittliches Gedächtnis haben. Werd nicht mein Bruder! Ich werd nicht dein Bruder. Warum nicht? Weil ich mir meine Schwester da aussuchen kann. Wir sind alle Brüder und Schwestern und Brüderinnen! Alle! Nee, wir haben Verwandtschaftsgrade, aber Brüder und Schwestern nicht. Du willst Scheiße marschieren! In deine Fresse marschieren, du willst scheiß Männerwelt! Wenn du so lange brüllst, kannst du nicht verstanden werden. Immer du musst meine Stimme trainieren! Das wäre von jedem verstanden! Du bist ein geiler, russischer Hitler! Der hat es aber wenigstens anständig betont. Und ey, lass schon mal nur was an mir sagen, dass es komplett an der Beine gegangen oder was? Ich kann brüllen, so dass man nicht. Ich kann brüllen, du kannst nicht! Du kannst brüllen, aber man versteht dich nicht, jetzt solltest du üben. Weil ich schnell brülle! Weil du schnell vorliest, lieblos! Ich hab hier lieblos! Die Information hat nämlich nichts mit dir zu tun, wenn du lieblos bist. Du bist lieblos! Ja, nee, jetzt gerade bin ich nicht gerade der Freundlichste, ist schon klar. Alles, was du tust, ist lieblos! Genau, weil du es so siehst, weil du dein Spiegel... Weißt du, was du richtig? Dein weißt du, ich beobachte! Dein Spiegel ist im Arsch! Du siehst maximal nur dich. Wenn du lieblos bist, sind alle anderen auch lieblos. Aber ich musste mal mitkriegen, dass du deinen Spiegel reflektieren musst. Dass der ganz musst du mal mitkriegen, soll. Dass du deinen Spiegel reflektieren musst. Was war das? Das musst du mal mitkriegen, dass du deinen Spiegel reflektieren musst. Wer ist dieser Spiegel? Der muss dir doch mal der Spiegel sein! Wahrnehmung! Ja, Wahrnehmung! Fang mal mit dem an! Selbstreflexion, wenn man will. Ja! Dann studiere dich doch mal, was wir jetzt am Jahr abziehen! Zieh dir jetzt Scheiße, wenn ich mal wenigstens mal anständig brüllen, sodass man nicht versteht. Ja, Leute, brüll ich gleichzeitig! Wie soll das funktionieren? Geht nicht! Ich verstehe kein Wort. Dann halt deine Schnauze, ich schreie! Doch wenigstens, wenn du deine Stimme üben willst, dann üb das wenigstens. Üb es, dass du wenigstens beim Brüllen verstanden bist. Weil sonst jetzt kennst du nicht. Sonst kommt die Information nicht rüber. Es geht mir nicht um die Information, die gebrüllt wird. Ich kann ja jeder scheiß Straße brüllen und Sprache brüllen. Und kommt trotzdem nicht raus. Mhm. Ja, oder? Da würde mich verstehen, aber doch. Ja, genau. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Du verstehst dich selbst nicht und erwartest, dass andere dich verstehen. Ja. Schön. Also Wiederholung kann man dich sogar verstehen. Vielleicht übst du mal einfach wiederholt zu schreien und die Worte neu zu intonieren. Das heißt ja nicht mal deine Fresse. Du ankommst. Vielleicht hörst du mal auf, ständig irgendwelche Anforderungen und einen Befehl auszuteilen. Das war wenigstens intoniert gebrüllt, Mann. Dann muss man üben. Man kann nicht einfach so brüllen. Ja, das ist ja auch falsch, Mann. Ich bin kein Mann. Ja, ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin nicht besser als du. Dann musst du doch ein bisschen mehr üben in dieser Hutstimme. Das ist unsere Harmonie. Ja,
ich weiß, was scheiße ist. Und in der Schuld bist du geil, okay, kriegt man das. Was toll und liebevoll ist, bist du dran schuld. Mann, ich bin überhaupt da nichts schuld. Ja, genau. Ich kenne keine Schuld. Ah, deine positive Schuld. Das ist immer noch eine scheiß Schuld. Ja, dann lassen wir uns von anderen einfallen an Bord. Ja, mach du doch! Na, mach doch! Na, mach doch! Ich sag nicht das, was du mir sagst! Wann, wo? Du scheiß Befehlsempfänger! Vielleicht wärst du ein guter Befehlsempfänger, aber machst du ja auch nicht. Und wer nicht richtig brummen kann, intonieren und total egal und verständlich, der kann kein Führer sein! Das ist abgeschlossen! Da ist es dein Lied! Vorreit Humor, du! Gemacht habe. Ja. Gott sei Dank. Das war Positives. Natürlich ist es positiv. Ich verstehe. Franz Josef, Neffe. Die neue Ich kann Schule. Also, wenn du möchtest. Ich kann Schule. Ach, bist du nicht los? Du hast ein bisschen Zeit für dich. Ich habe nämlich eingeladen. Schade. Okay, Feinstück oder Einladung, irgendwas. Also, ich bin sehr gerne da. Magst du diese Dialekte, ja? Das ist immer so, dass du hier so redest. Einmal wegen des Schlosses. Einmal wegen euch, die ihr da seid. Es ist immer wunderbar, wenn man Menschen neu begegnet, was Neues lernt. Ich bin also schon gespannt darauf, was ich mit euch heute lernen werde. Lernen und Lehren kommt von derselben Wortwurzel, nämlich von Leisten, und Leisten kommt von germanisch Leist, die Gefährte. Lernen heißt also ein Gefährt des Lebens folgen. Eigene Erfahrungen sammeln. Ja. Und wenn du mich das Verfolgen meiner Lebensführung so fasziniert und glücklich macht und begeistert, dass sich alle Leute sagen, ja, das ist ja wahnsinnig interessant, was du da erlebt, das könnte mich auch interessieren. Wenn die anderen Leute mir von sich aus folgen wollen, wenn ich meine Fährten des Lebens verfolge, ne? Also wenn ich mich zum Beispiel mit Schreiben beschäftige, wenn die merken, das geht mir so gut dabei und das haben wir so gut gegeben, dann möchte ich, dass es mir auch einmal geht. Aber ich ist so eine Wirkung. Wenn die anderen mir von sich aus beim Lernen folgen wollen, dann bin ich Lehrer. Wenn ich reinkomme in die Klasse und den Stoff durchnehme, dann bin ich einfach nicht so krass behindert. Und dann hat dasselbe, was ich tue, ja genau auch den Höhepunkt. Mir ist vor fast 40 Jahren aufgefallen, dass man diese Institution, die man bei uns vollkommen irreführend Schule nennt, dass man in diese Schule gehen muss und auch wenn sie kann. Man muss pünktlich sein und man kann zu spät kommen. Man muss schön schreiben und man kann studieren. Hört euch das auf. Alles, was normal und gesund ist, ist in diesem Saftladen ein Muss. Wenn ich immer mehr muss, dann engt mich das immer mehr ein und am Schluss bin ich tot. Zu leben das Können. Und wenn die Schule das Können einfach total verdrängt, dann bleibt dem Leben im Kind nichts
anderes übrig, als sich durch Auffälligkeiten bemerkbar zu machen. Kinder wurden auffällig, damit uns endlich was auffällt. Das ist der Titel eines Aufsatzes von mir, den ich 2012 im Januar, glaube ich, in der Schweizerischen Zeitschrift der Elbphilharmonie veröffentlicht habe. Den habe ich dem Professor Hüther geschickt und der fand den genial und hat mich gefragt, ob ich das in der Schule in der Zukunft veröffentlichen kann. Er hat dann den zweiten Artikel von mir dazu bekommen. Der Titel des zweiten Artikels heißt: Hat sich die Pädagogik verkalkuliert? Also Kalkuloi, das waren bei den alten Kalkuloi, bei den alten Griechen waren das kleine Steinchen. Und heute sagt man Schusser dazu oder Murmel. Die kannst du ja auch nehmen, um Zahlenverhältnisse darzustellen. Also mit dieser Kalkuliererei, man jetzt einfach Probleme lösen oder man kann an die Probleme herangehen, dann macht man plötzlich alles verkehrt dabei und dann möchte aber nicht dazugeben, dass er alles verkehrt gemacht hat und um davon abzulenken, erfindet man dann einfach einen schlau klingenden griechisch, lateinisch, englisch Begriff. Meine verstorbene Kollegin Hilfra Prim aus Eichenau bei Fürstenfeldbruck, die hat immer ganz deutlich gesagt, Legasthenie ist ein Gespenst und Gespenster gibt es nicht. Und sie hat gesagt, Legasthenie ist keine Lernschwäche, sondern eine Lehrschwäche. Und dann, kurz aber einfit für die Zukunft, die neuen Menschen, das sind sie. Ich zähle mich dazu. Schön, dass sie das Kind zusammen. Es ist nicht so wichtig, was geschieht, sondern
wir daraus machen, das entscheidet jeder in jedem Augenblick neu. Das ist die große Chance dieser Zeit. Ihre Chance zum Besseren. Die meisten Menschen sind ewig Wartende. Sie warten auf eine besondere Chance, ein besseres Leben, schönes Wetter, mehr Geld, Gesundheit, Erfolg, Glück oder 6 richtige im Lotto und die große Liebe. Aber sie vergessen das Säen. Ohne Saat aber erfolgt keine Ernte. Die meisten wissen nicht, dass sie nur zu wählen brauchen und sie könnten vom Leben alles haben. Was ist denn eine kleine Aber weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht. Ich kenne sie schon. Und weil sie nicht wählen, das heißt säen, verursachen, geschieht es nicht. Hat ja eine Stamme zu und weil es nicht geschieht, glauben sie, dass es nicht geht. Aber ihr habt dich wirklich hier noch. Wirklich ein Aber ist alles jederzeit möglich. Sie sind der Schöpfer. Und sie schöpfen ständig. Wenn sie ihrem Verstand und damit dem Ego die Führung ihres Lebens überlassen, schafft sich der Verstand ein Ich-Leben, das ihnen gar nicht wirklich entspricht. Denn das Ich hat ganz andere Interessen, Absichten als sie selbst. Damit es wirklich ihr Leben wird, sollten sie schon selbst die Führung ihres Lebens übernehmen. Machen Sie sich einmal bewusst, während Sie so dekorativ herumsitzen, verursachen Sie ständig Schicksal. 24 Stunden am Tag senden Sie Ihr So-Sein aus und ziehen entsprechende Ereignisse in Ihr Leben. Verursachen Gesundheit, Erfolg, Glück, Wohlstand oder eben nicht. Und das geschieht durch Ihre energetische Signatur. Sie sind ein permanenter Sender und senden ständig Energie einer bestimmten Frequenz aus, Ihre energetische Signatur. Funkstation. Erinnern können an die Großartigkeit unseres Fahrwesens. Und
dass wir die Zeit unseres Lebens nicht mehr vertun. Ein Leben voller faszinierender Möglichkeiten wartet darauf, dass sie es entdecken und in Erscheinung rufen. Sie sind in einer beneidenswerten Lage. Sie sind Schöpfer und können die Umstände ihres Lebens frei bestimmen. Sie können wählen, wie ihr Leben verlaufen soll. Und ihr Leben zeigt im gleichen Augenblick, was sie bewusst oder unbewusst gewählt haben. Die meisten Menschen aber haben keine Wahl, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl hätten. Und weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, geschieht es nicht. Und weil es nicht geschieht, denken sie, es geht nicht. In Wirklichkeit haben sie in jedem Augenblick, ab jetzt, die Chance, neu zu wählen. Sie können sogar ein ganz neues Spiel beginnen. Wenn sie wollen, ein ganz neues Leben. Und im gleichen Augenblick beginnt, sich ihr ganzes Leben zu verändern. Lernen Sie also, den Augenblick zu schätzen. Lernen Sie, jeden Augenblick wirklich zu erfüllen. Denn ein erfülltes Leben besteht nur aus vielen erfüllten Augenblicken. Erwarten Sie, dass in jedem Augenblick etwas ganz Besonderes passieren kann. Deswegen wird Sie nicht enttäuschen. Erkennen Sie, dass in Wirklichkeit alles etwas ganz Besonderes ist. Allein schon zu leben ist ein Wunder. Entwickeln Sie die Fähigkeit, aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar Einmaliges zu machen. Und Machen oder weiter verdienen.
Es ist einfach ihre Wahl. Ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, es zu gewinnen. Das heißt, alles, was ich tue, ist ein Gewinn. Und wird auch entsprechend noch bezahlt. Ich würde das auch umsonst machen. Aber ich will die Leute ja nicht vom Kopf stoßen. Ich nehme das natürlich, wenn sie mir was geben. Ich nicht. Aber es ist einfach eine reine Freude. Ich habe meine Tochter aber gerade zu Besuch und habe miteinander überlegt. Ich habe wirklich seit vielen Jahren nichts mehr in meinem Leben. Nicht eine Kleinigkeit, wo ein Muss ist, sondern alles, jeder Schritt ist eine Freude. Und das wäre die nächste Entscheidung, die Sie treffen können. Entfernen Sie jedes Muss aus Ihrem Leben. Das ist nicht gedacht. M am Start. Das ist so nicht gedacht. Sie sind ein Schöpfer. Sie müssen nicht. Sie müssen weder Geld verdienen, noch müssen Sie einer ungeliebten Tätigkeit gehen. Sie müssen nicht einmal sterben. Das heißt, selbst wenn Sie das wollten, Sie könnten das gar nicht. Wenn Sie, Sie brauchen mir das nicht glauben, ich bin ja nicht der Papst, ich verkünde keine Dogmen, aber wenn es dann soweit ist, dass Sie diesen traumhaft schönen Körper verlassen, dann denken Sie mal an diesen Augenblick und Sie werden erkennen, Sie sind nie so lebendig wie dann, wenn Sie gerade gestorben sind. Ganz einfach, weil Sie frei sind von der Begrenzung dieses Körpers. Sie sind unsterblich. Sie waren es immer. Sie sind unkaputtbar. Egal, was in dieser Welt passiert, es wird Sie immer sobald Sie Ihrer Berufung folgen und damit der Freude, werden Sie sehr viel mehr Erfolg haben und mehr Geld verdienen als vorher mit der ungeliebten Tätigkeit. Niemals. Da ist meine Mutter bekommt, das will ich nicht. Da ist meine Mutter. Das wird auch gut bezahlt. Vielleicht haben Sie noch nicht den Erfolg im Leben, von dem Sie träumen. Aber vielleicht liegt es daran, dass Sie immer davon träumen. Schon mancher hat festgestellt, wenn er die Karriereleiter hochklettert und viele Jahre braucht, um an der letzten Sprosse zu sein, nur um festzustellen, dass er an der falschen Mauer lebt. Um dann wieder ganz woanders anfangen zu müssen. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich Ihr Leben leben. Das ist Sklaven freikaufen. Meine Mutter ist Sklaven der Thomas Philips. Die Freude ist freikaufen. Die Freude ist auslösen. Dann bin ich eine Freude. Schweizer! Guck dir deine Videos an, was du für ein Schweizer bist. Was tust du? Du änderst nichts in deinem Leben.
nichts. Du kannst überhaupt nicht Vorbild sein für nichts. Was hast du den Leuten gesagt, was du schon machst? Und du sagst, hier, mach so wie ich, oder nicht mach so wie ich, aber hier, guck mal, was ich tue. Ja? Ich lebe das, wofür ich, wovon ich träume und das, was ich rede. Ja, machst du nicht? Ja, klar. Nee, machst du nicht. Leg mal los heute. Ich freu mich drauf. Bleib mal authentisch. Sei meinetwegen wieder nackt. Und nicht schwarz. Schwarz ist scheiße. Sei kein Schwitzer. Sei einfach mal kein Schwitzer. Sei kein Schwitzer. Sei kein Schwitzer. Es ist aber kein Schwachsinn. Es ist Irrsinn. Es ist Irrsinn. Es ist der Irrsinn, den ich habe. Ich kann irren und komm trotzdem klar. Ich kann irren und komm trotzdem klar. Verrückt und kommst trotzdem klar. Es ist jetzt bei mir so angekommen. Irgendwo verrückt ist nicht dasselbe. Du wirst ja nicht selber heißen. Ich weiß, verrückt ist nur Weg. Es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Wenn es vorbei ist, kommt sowieso nicht wieder. Du bist überhaupt nicht vom Weg abgekommen. Wie oft hast du schon erklärt, was du tun sollst? Du hast nicht einmal verstanden. Vielleicht sogar meine eigene Assoziationskette zu verrückt. Meinst du nicht, dass ich... Ja, aber vielleicht interessiert's ja. Interessiert's ja jemanden, hat ja ein anderer auch dran Interesse, dass, daran Interesse, dass du seine Sichtweise vielleicht auch mal hörst. Die Sichtweise eines anderen Menschen wahrnehmen. Das tue ich doch, du zwingst mich doch förmlich dazu. Das tust du nicht, du wärst dich grundsätzlich immer noch dagegen. Nee, ich bin Stier, was erwartest du, dass ich zu jedem allen Armen Ja und Abend sage oder was? Meine Güte. Ich bin kein Kaugummi, auf den du rumkauen kannst ohne Widerstand. Das weißt du doch mittlerweile. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass du das einfach, weil sie frei sind von der Begrenzung dieses Kampfes. Boah, das lief inzwischen verrückt und wahnsinnig sind bei dir, weil die schon mal so viel sind. Was in dieser Welt passiert, das wird sie immer. Du bist wahnsinnig. Ja, mein Welt. Sobald sie ihre Berufung folgt und damit Erfolg werden sie sehr viel mehr Erfolg haben und mehr Geld verdienen als vorher mit der unbedingten Tätigkeit. Niemals. Dann ist meine Mutter gekommen, das bin ich nicht. Da ist meine Mutter. Das wird auch gut bezahlt. Vielleicht haben sie noch nicht den Erfolg im Leben, von dem sie träumen. Aber vielleicht liegt es daran, dass sie nur davon träumen. Schon manche hat festgestellt, wenn er die Karriereleiter hochklettert und mein Ziel, viele Jahre braucht, mein Ziel, um an der letzten Sprosse zu sein, muss feststellen, dass er davon schmeckt. Ist das ein Kaffee? Ist das kein Kaffee? Und dann, wieder ganz was machen zu müssen. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich hier leben, ob Sie wirklich an der richtigen Stelle sind. Und die Freude ist das nicht so viel. Ein Buch aus dem Regal nehmen, oder Auto fahren, oder beim
guckt euch an, wie der die Tastatur eingesaut hat. Die ist nicht mal ein Jahr hier. Das war schon eben, als wir sagen wollten. Ah, das habe ich nicht mit Nein, müssen wir erst machen. Was wird sein, wenn er besonders drückt, sind so. Es ist so, weil sie gehören, wenn sie da. Flexibel. Rüdiger.